Hallo, ich möchte Sie zu unserem digitalen Online-Event Faszination Gebäudelüftung recht herzlich im Namen der Charco Group begrüßen. Mein Name ist Sven Rentschler, ich bin Geschäftsführer der Reven GmbH, eines von 6 Unternehmen der Charco Group. Ich werde heute Ihr Moderator sein, aber auch Sie werden und können sich an unserem Event beteiligen. Gehen Sie da in den Chat, in den Q&A-Bereich und senden Sie uns Fragen. Deswegen mein iPad hier. Ich kann das dann lesen und werde das dann später in die Expertenrunde mit einwerfen. Und dann werden wir Ihre Frage gerne auch diskutieren. Aktuell erfahren wir es alle zusammen leider in ganz extremer Art und Weise durch die Corona-Pandemie, wie wichtig ein effizientes und sicheres Lüften sein kann, sein muss. In Schulklassen beispielsweise, Schulräume, ist ein effizientes Lüften super wichtig, wie jeder in der Presse fast täglich verfolgen kann. Aber auch in anderen Bereichen und in diesen Bereichen, in vielen anderen Bereichen sind wir, die Unternehmen der Charco Group, tätig, wo es immer wieder um das Thema Luft geht. Ein weiteres Beispiel hierzu ist zum Beispiel der OP-Bereich, der OP-Raum, der OP-Saal, wo die Firma Atmeco ganz neu seit diesem Jahr bei der Charco Group tätig ist. Und das wird uns jetzt Bernd Henke von Atmeco vorstellen, was und wie man eine sichere Lüftung im OP umsetzen kann. Dazu übergebe ich jetzt an die Präsentation von Bernd. Danke, Sven. Das Thema Gebäudelüftung begleitet uns heute durchgängig. Ich freue mich, dass die Firma Atmeco als jüngstes Mitglied der Charco-Gruppe auch einen Beitrag dazu leisten darf. Ich darf aufgrund des Zeitplans, der sehr straff organisiert ist, über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Ich gebe mir dazu große Mühe. Nach kurzer Vorstellung unseres Unternehmens möchte ich mal aufzeigen, dass es bei der Planung und bei der Ausführung von OP-Sälen neben der Faszination Lüftung auch auf weitere Komponenten ankommt. Ich denke da zum Beispiel an medizintechnische Einrichtungen, an das Raum, an die Raumgeometrie, an alle Komponenten, die da mittelbar oder unmittelbar in Berührung mit der Luft sind. All diese Komponenten machen erstmal das Zusammenspiel aller dieser Komponenten ist von großer Bedeutung, damit man auch den optimalen Nutzen von einem OP-Saal hat, sowohl in arbeitsrechtlicher, in Arbeitssicherheitsangelegenheiten, aus hygieniger Sicht und letztendlich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das Thema ist allerdings so komplex, dass wir das heute wohl kaum abschließend behandeln können. Das ist klar, aber mein Ziel ist es heute, Sie neugierig zu machen, damit Sie mit uns Ihre aktuellen oder auch zukünftigen Projekte gemeinsam angehen und mit uns planen und mit uns realisieren. Da würde ich mich freuen, wenn mein Ziel ich erreiche. Im weiteren Verlauf, also im zweiten Teil, würde ich dann gerne die Komponenten, die Atmeco für diese Lösungen anzubieten hat, vorstellen und nach einer Vorstellung von einer Auswahl von Referenzen Ihnen dann gerne für Fragen, die dann auftauchen, während meiner Präsentation zur Verfügung stehen. Okay. Vorstellung Atmeco. Gegründet wurde die Firma 1984 vom OP-Tisch zur Lüftung. Was soll das heißen? Die Firma Atmeco ist entstanden aus einer Firma, die ursprünglich künstliche Gelenke herstellte. Und man hat dabei entdeckt, dass bei Knochen-OPs, wo diese Gelenke eingesetzt werden, hochaseptische Zustände sichergestellt werden müssen. Also ist die Hygiene ein absolut prioritäres Thema. Und da der Knochen selber nicht blutet, ist es halt auch die Gefahr gegeben, dass ein Partikel, also ein Keim, der sich auf dem Knochen niedersetzt, zu bösen Überraschungen führen kann. Das heißt, also eine postoperative Infektion kann bis zu 6 Monate später sich einstellen. Also ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich um die Hygiene rund um das Wundfeld kümmert. Und das hat Atmeco getan. Und aus diesem Blick über die Schulter des Chirurgen ist die Firma Atmeco entstanden und hat sich seither, also seit über 35 Jahren, rund um dieses Thema beschäftigt. Bis 2019 waren wir Familienbetrieb und gehören jetzt, wie Ihnen bekannt ist, seit 2020 zur Charco-Gruppe.
Standort ist die Schweiz in der Nähe von Luzern. Und unser einzigartiges Konzept, was wir als solches bezeichnen, das Thema Area, wie der Name schon vermittelt, das Areal, also alles, was im OP-Feld rundherum passiert, hat sich Admeco damit beschäftigt. Also da zählt nicht nur die reine Luft, sondern alle Komponenten, die es gilt zu beachten, damit ein sauberes Gesamtergebnis entstehen kann. Was ist der besondere Raum mit besonderen Anforderungen? Da will ich jetzt mal auf zwei Dinge eingehen. Einmal die Personen selbst, die im Raum sind. Das ist der Patient, die Patientin, das Chirurgenpersonal und die Anästhesie, das Anästhesieteam nebst dem übrigen Personal, was sich im OP-Saal befindet. Drei Personengruppen, die in Sachen Klimaanforderungen unterschiedlicher gar nicht sein können. Wenn wir jetzt mal den Patienten betrachten, der ist gesundheitlich schon angekratzt, sonst würde er da nicht liegen. Er ist kaum bekleidet, hat also nur Steriltücher mit Steriltuch abgedeckt. Er ist von seiner Gesundheit sowieso immungeschwächt in den Regelfällen, liegt ruhig und muss natürlich vor Unterkühlung, also vor Hypothermie, geschützt werden. Das krasse Gegenteil, das ist das Chirurgiepersonal, das steril doppeltschichtig bekleidet ist. Diese Kleidung ist undurchlässig, es soll ja keine Keime abgeben, sind körperlich aktiv tätig und stehen genau unmittelbar um das Wundfeld herum. Die wollen es also kühl haben. Das ist schon eine Herausforderung an die Klimatechnik, die schon nicht unerheblich ist. Der dritte im Bunde als Personal, das ist das überwachende Anästhesieteam. Die haben die Aufgabe, wie eben gesagt, den Patienten auf seine Vitalität zu überwachen, damit sie im Falle eines Falles reagieren können. Die haben meistens eine etwas ruhigere Tätigkeit. Sie sind meist sitzend, haben leichte Kleidung und wollen möglichst keine Zugerscheinungen ausgesetzt werden. Soweit zum Personal. Dann gibt es die Anforderungen an den Raum selber. Da geht es darum, dass Frischluft zugeführt werden muss, Sauerstoffzufuhr, Schadstoffabfuhr, Wärme und Feuchte muss abgeführt werden. Der Bewegungsfreiraum für das Team, aber auch für das OP-Team nicht alleine, sondern für das Personal drumherum. Licht zum Arbeiten, damit man auch sieht, was man tut. Und selbstverständlich, ganz wichtig, der Schutz vor Keimen, also nicht nur um das Wundfeld herum, sondern auch generell, dass der Raum möglichst keimfrei gehalten wird. Welche Schadstoffabfuhr haben wir denn im OP-Saal? Da ist zum einen der sogenannte Koagulationsrauch, also man nennt es auch Chirurgenrauch, der entsteht, wenn Blutgefäße verödet werden müssen. Die müssen verödet werden, sonst wird es zu stark bluten. Der Qualm, der dabei hochsteigt, ist krebserregend. Den gilt es natürlich von dem Personal, von deren Atemwege freizuhalten. Und in höheren Konzentrationen, wenn das Personal öfters mal solchen Gasen ausgesetzt wird, das ist das Narkosegas, das auf Dauer ebenfalls schädlich ist. Das sind die Sachen, die man von dem Personal aus fernhalten soll. Und das ist die Aufgabe der Klimatechnik. Ebenso geht es darum, die Personal, was ich sagte eben gerade, das Chirurgenteam schwitzt. Die arbeiten schwer, also entsteht Wärme. Nicht nur von dem Personal, auch das medizinische Gerät entwickelt Wärme, Licht entwickelt Wärme und feuchte Abfuhr muss gewährleistet sein. All das ist Aufgabe der Klimatechnik und die Klimatechnik muss entsprechend geführt werden. Das heißt also, Luftführung ist ein unheimlich wichtiges Thema und damit das alles rundherum funktioniert, ist es von exorbitanter Bedeutung, dass die Regelung ihre Aufgabe richtig übernimmt. Arbeits- und Bewegungsraum in dem besonderen OP, das OP-Team selbst, man sieht es hier mal an dem Bildchen, was da alles für Gerätschaften untergebracht sind. Das ist ein OP-Team, was entsprechend gerade am Operieren ist und drumherum die Gerätschaften, die im Sterilbereich sich befinden sollen, genügend Platz haben. Man sieht aber auch im Umfeld Anästhesiegeräte oder andere Materiallager, all das muss einigermaßen vernünftig platziert werden können und das Personal muss dabei auch möglichst keimfrei bzw. Bewegungsmäßig sich
bewegen können, um Material zu entnehmen und dem OP-Team reinzureichen. Das Licht, hier kann man das mal ganz gut sehen, das ist also nicht nur die Operationslampe, wie man sie hier sehen kann, sondern es ist das OP-Feld, was möglichst indirekt diffus beleuchtet werden soll. Es ist die Raumbeleuchtung, wie man hier deckenbündig sehen kann. All das, das ganze Licht brauchen wir, um sauber arbeiten zu können. Da gibt es auch diverse Anforderungen an das Licht selbst. Das ist normativ geregelt. Da komme ich später dann noch drauf. Ja, Schutz vor Keimen, wichtiger Punkt. Wundinfektionen sind natürlich unerwünscht, sowohl beim Patienten sowieso, da ist seine Lebensqualität massiv beeinträchtigt, aber es hat natürlich auch dann Kosten zur Folge, was das Krankenhaus betrifft. Wer will denn schon zusätzliche Kosten haben? Und es ist auch noch durchaus ein Imageverlust damit verbunden. Eine postoperative Infektion ist immer auch gleichzeitig ein Imageschaden für das Haus selbst. Wo kommen denn die Quellen? Wo sind die Quellen von solchen Keimen? Das OP-Personal gibt Partikel und Keime ab, aber auch der Patient selbst. Das hat jeder gesunde Mensch, hat Keime auf sich an der Haut. Nur aufgrund seines gesunden Immunsystems kann er sich deren erwehren. Der Patient als immungeschwächt ist das nicht immer so. Das heißt, der Patient kann selber sich mit seinen eigenen Keimen infizieren. Man geht das mit der Medizintechnik an, indem man von der medizintechnischen Seite Antibiotika verabreicht, also prä-, peri- und postoperativ Antibiotika verabreicht. Das ist die Aufgabe der Medizintechnik, genauso wie das Personal, was sich um den OP-Tisch befindet, Disziplin einhalten muss und die Kleidung, die vorgeschrieben ist, entsprechend trägt und berücksichtigt. Das ist aber weniger unser Thema. Unser Thema ist die Technik. Wir sind gefordert, mit Hilfe der Technik optimale Bedingungen im OP-Saal herzustellen. Wenn man mal kurz sieht, ein unbekleideter Mensch gibt pro Stunde bis zu 40.000 Partikel ab. Und allein nur durch die OP-Kleidung reduziert sich das schon um 12.000 Keime pro Stunde. Also allein die Kleidung macht schon mal was aus, wenn man sich an die Disziplin hält. Nackt wird wohl keiner da stehen. Fassen wir noch mal zusammen. Was ist wichtig bei dem Raum? Sauerstoffzufuhr, Schadstoffabfuhr, Wärmeabfuhr und Feuchtabfuhr. Der Bewegungsfreiraum für Personal, für das gesamte Personal, das Licht zum Arbeiten sowohl als auch zum Operieren und der Schutz vor Keimen als besondere Maßnahme im OP-Saal. Wir haben dann bei Admeco uns schon vor Jahren Gedanken gemacht, wie man alleine nur durch disziplinare bzw. organisatorische Maßnahmen den ersten Schritt in die richtige Richtung, was die Hygiene betrifft, machen kann. Und zwar einfach indem man, hier kann man das ganz gut sehen, der grüne Bereich, das ist quasi das OP-Team, was außer dem OP-Team hat in dem Bereich niemand was zu suchen. Das ist die sogenannte Sterilzone. Und im äußeren Bereich die Peripheriezone, wo man unsteril sich bewegen kann. Auf dem Foto ist ein Praxisbild mal zu sehen, hier mal eine gedachte Linie, die rote Linie, die man eben nicht überschreiten sollte. Der Springer, der das Sterilgut zum letzten Entpacken dem Sterilpersonal reinreicht. Und das soll quasi die Grenze sein, wo die beiden Personen sich nicht überkreuzen sollen. In der Norm hat sich jetzt etabliert, dass man also diese Arbeitszone oder diese sterile Zone so als Empfehlung von 3x3 Meter festgelegt hat. Kann man natürlich auch größer machen. Aber das ist so eine gängige Größe, die es von der DIN als Empfehlung ausgesprochen wird. Soweit zum Thema der allgemeinen Anforderungen. Im Anschluss würde ich gerne mit Ihnen dann nochmal auf die Details eingehen, was Admeco für Komponenten in dem Bereich anzubieten hat. Und dazu lade ich Sie ein, in der zweiten Session mit mir zu gehen. Dann danke ich Ihnen schon mal und freue mich auf Ihren Besuch.
Bernd, vielen Dank für den Vortrag im ganz neuen Lüftungsbereich, den ich so bis dato noch nicht gekannt habe. Zwei Fragen kamen bezüglich Temperaturen und Luftmengen. Du hast ja am Anfang gezeigt, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Personen im OP begleitet sind. Und ja. Da kam jetzt eine Frage rein, was ist eine ideale Raumtemperatur in so einem OP und so ein OP, wie du ihn jetzt auf den Bildern gezeigt hast, was sind da Dimensionen von Luftmengen, über was redet man da, wenn das noch kurz ja, das mal ein bisschen beschreiben kannst. Ja, also zum einen die Temperaturen, das ist projektspezifisch abhängig, also ja, das klar, ist ja. So, die bewegen sich als Empfehlung zwischen 19 Grad und 24 Grad, in dem Bereich sollte die Temperatur im OP sich einstellen. Zu den Luftmengen, das ist ein interessanter Punkt. Man muss mal kurz reflektieren, die Wärmeabgabe von dem Personal hat eine Auftriebsgeschwindigkeit von bis zu 0,25 Metern pro Sekunde. Also gilt es, dieser Thermik entgegenzuwirken. Ja. Also müssen wir mit wenigstens 0,25 Metern pro Sekunde, 0,26 Metern pro Sekunde, die Gegenströmung von oben nach unten realisieren. Ja. Wenn man das jetzt analog zu dieser Formel mal ausrechnet, bei 3 mal 3 Metern reden wir von Luftmengen von 8.900 bis 9.800 Kubikmetern pro Stunde. Das ist schon eine Menge Holz, die da bewegt wird. Aber eine hohe Luftwechselrate stellt dann auf der anderen Seite auch sicher, dass die Partikel, sofern sie denn auftauen, entsprechend eliminiert werden. Dann, Und diese Luftmenge, kann man das so vereinfacht sagen, dass diese Luftmenge, du hast diesen in deinem Vortrag diesen hellgrünen Bereich, diese 3x3 Meter skizziert, kann man sagen, dass dieser gesamte Bereich Zuluftbereich ist? Oder? Das kann man genauso sagen. Okay. Diese Luft, die da rauskommt, das ist also nicht nur die Luftmenge, sondern auch mit dieser Luft wird auch die Wärmelast komplett abgefahren über diese Fläche. Und wie handelt man dann den Abluftbereich an der Wand, am Boden oder auch wieder an der Decke? Nein, das ist unterschiedlich. Es hat sich aber in der letzten Zeit herausgestellt, dass man möglichst symmetrisch, bodennah in den vier Ecken die Luft absaugt, sodass man also eine sehr stabile Verdrängungsströmung umsetzen oder realisieren kann. Ja. Das ist also schon ein ganz interessantes Thema. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, es wird nicht immer mit Luftleitschützen, also mit Stabilisatoren gearbeitet, weil eben da ein Konflikt besteht mit den Deckenversorgungsampeln, die da bewegt werden wollen. Und das hat dann zur Folge, dass eine verkürzte Luftleitschürze den Luftstrom unstabiler macht und somit auch die Schutzzone etwas unstabiler macht. Okay, und das will man damit vermeiden. Deswegen ist es sehr hilfreich, dass man in Bodennähe die Luft symmetrisch absaugt. Und da noch ganz kurz eine Ergänzung. Ja. Da ist es auch wichtig, dass ich sprach das von der Raumdimensionierung an. Da kommt es auch darauf an, eine solch hohe Luftmenge, eine Luftkolben dieser Größenordnung muss irgendwo hin. Also es darf dann nicht die Begrenzungsfläche um den OP, um diese Sterilzone herum, nicht zu eng werden. Das heißt, die Nähe zur Wand ist zu definieren. Und man spricht dann von mindestens mal der halben Deckengröße als Abstand zum THV-Feld, zur Lüftungsdecke. Ja. Aber solche Themen, das ist praktisch dein täglich Beratungsthema, wenn du mit dem Bauherrn Planungsbüro in die Details einsteigst, dann werdet ihr sicherlich über solche Themen diskutieren. Das ist Bestandteil tägliches Brot unseres Unternehmens seit Jahren, genau. Ja, okay. Und halt über den Tellerrand geschaut, also das ist ja der Vorteil von Admeco, dass wir das Gesamtpaket anbieten und somit über den Tellerrand gewerkeübergreifend beraten können. Das ist gerade interessant, was du sagst. Das ist jetzt eine Frage, die bestimmt von jemand kommt, der tagtäglich mit dem Thema zu tun hat. Da wird gefragt, dass eine OP-Decke ja nicht nur die Lüftung beinhalten kann, sondern auch eine sogenannte Medienversorgung. Und was unter dieser Medienversorgung A gemeint ist, B Admeco abdecken kann, wenn ja. Das bitte erläutern könnte. Ja, das ist also so, wir hatten ja, das ursprüngliche Ziel war ja, dass die oberstes Ziel, maximale Hygienebedingungen zu schaffen. Und traditionell ist es so, dass eine Medizinversorgung über sogenannte Deckenampeln erfolgt. Also eine Deckenampel ist also eine schwenkbare Medieneinheit, die einmal in der Nähe des Chirurgen sitzt,
und einmal in der Nähe des Anästhesisten. Und da entnehmen die ihre medizinischen Gase oder ihre medizinischen Teile, was sie für die Operation benötigen. Okay. Das hat dann zum Konflikt geführt, was ich eben gerade sagte, mit der Luftleitschürze. Und Admeco hat sich dann Gedanken gemacht, wie kann man das umgehen. Man hat also einfach eine längere Luftleitschürze vorgesehen und hat als Abschluss um das OP-Feld herum eine sogenannte Medienversorgungsbrücke konstruiert, die dann genau die gleichen Entnahmestellen beinhaltet, wie das bei der traditionellen Deckenversorgungsampel der Fall ist. Das hat dann dazu geführt, dass man also zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Einmal einen stabilen Luftstrom, so weit wie es geht, nach unten zu führen, ohne Störung der medizinischen Geräte. Okay. Und kann die dann entsprechend des Bedarfs, welcher OP gerade stattfindet, ineinander, hintereinander oder nebeneinander anstöpseln, entweder für die Chirurgie oder für die Anästhesie. Das heißt dann, ich sage mal, über dem Patienten im OP-Bereich beweglich schwingbar habt ihr nur noch die Beleuchtung bei eurer Lösung? Das ist richtig. Man will ja möglichst wenig Störgrößen in diesem TAV-Feld haben. Mhm. Wir sprechen ja von einer wunschmäßig von einer laminaren Abströmung. Das ist also per Definition falsch. Das ist also turbulenzarm, diese Strömung. Und alles, was als Störgröße, als Strömungskörper im OP-Feld hängt oder steht, erzeugt Turbulenzen und hat somit eine Negativwirkung auf die Verdrängungsströmung, die wir bewusst haben wollen, um das Wundfeld von Keimen freizuhalten. Da habe ich gelesen, als ich mich selber schlau gemacht habe über Admeco, dass ihr ja sogar so weit geht, dass ihr die Beleuchtung selber herstellt und sagen wir jetzt nicht nur lieblos eine Beleuchtung da reinbaut, sondern ihr macht euch sogar über strömungsoptimierte Beleuchtung Gedanken. Richtig, das würde ich gerne dann in der zweiten Session nochmal eingehen. Okay. Aber das ist tatsächlich deswegen, dass das Thema ARIA oder ARIA, was ich da vorhin angesprochen hatte, berücksichtigt auch genau diesen Punkt, nämlich eine Störungsgröße der OP-Leuchte selbst. Mhm. Und da waren wir die einzigen frühzeitig, die sich über das Gesamtkonzept Gedanken gemacht haben, unter anderem auch über die OP-Leuchte. Man muss sich mal vorstellen, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, so eine Lüftungsdecke, bis es da hängt, kostet vielleicht 100.000 Euro. Ja. Eine Operationsleuchte 20.000 Euro. Das heißt also, mit 20.000 Euro zerstören wir die stabile Luftströmung, die 100.000 Euro gekostet hat. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Mhm. Wir wollen Verdrängungsströmung über dem Wundfeld sicherstellen. Und das ist mit klassischen regenschirmartigen Leuchtkörpern, die halt geschlossene leuchten, dann ist das eben nicht machbar. Okay, und das ist halt so die Besonderheit bei unserer OP-Leuchte. Würde ich dann gerne nachher nochmal in der zweiten Session etwas erläutern. Also es gibt auch bei Admeco dann wieder sicherlich vertiefende Fragen, wo wir dann auch in die planerischen Details gehen. Jemand, der so eine Planung macht, dann bitte auch Bernd Henke von Admeco in die Breakout-Session folgen. Eine Frage, die noch reinkam, die auch wieder sicherlich Ausführende umtreibt, wo dann das Einbauen und Inbetrieb nehmen, wie das bei euch bei so einer OP-Lüftung, sage ich jetzt mal salopp, mit einer Inbetriebnahme aussieht. Wie macht man das? Wie dokumentiert man das? Also ähnliches Thema wie heute Morgen bei den Laboren von Schneidern. Also generell ist es so, dass wir als Hersteller dieser Produkte auch selber montieren und in Betrieb nehmen. Nur dann können wir auch gewährleisten, dass das auch funktioniert und auch eine Gewährleistung übernehmen. Okay, ja. Und die Komplexität, die macht es auch eigentlich unmöglich, dass wir das in fremde Hände geben. Das ist also, das Chinesenprinzip kann man hier nicht einsetzen. Das heißt, so viele Leute machen viel. Das geht so nicht. Das sind wirklich gut ausgebildete Mitarbeiter, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben und dann auch wissen, um was es geht. Das ist also durchaus im Sinne der Anlagenbauer, für die wir dann eigentlich im Auftragsfall als Subunternehmer auftreten. Mhm. Dann, ne? Und wie ist das jetzt? Ich weiß ja, du kommst aus Norddeutschland, Admeco in der Schweiz ansässig. Wie ist jetzt beispielsweise die Normenregelung für OP im großen Spital Zürich im Vergleich zu Hamburg? Ist das eins zu eins dasselbe? Sind es große Unterschiede? Sind es Nuancen? Und wie unterscheidet es sich dann wieder zu Frankreich, Benelux? Ja, also ich muss mal sagen, von dem Anspruch her, was die Norm betrifft, hat eigentlich die Schweiz so ein bisschen die Nase vorn gehabt oder hat eine Vorreiterrolle gespielt. Man nennt das Regelwerk dort, nannte sich
SR99-3 und die heutigen Abnahmemethoden, wie sie heute durchgeführt werden, gelten für uns in der Schweiz schon seit 2003. Also das kam dann als DIN 1946 Teil 4 erst zum Tragen im Jahr 2009. Also wir haben quasi, was diese Erfahrung betrifft, 6 Jahre Vorlaufzeit haben die. Bezüglich der Normenansprüche sind die Normen Deutschland, Österreich, Schweiz sehr, sehr ähnlich. Okay. Und auch sehr anspruchsvoll, sehr hoch. Mhm. Ganz im anderen Bereich, also wenn du es gerade angesprochen hast, Frankreich oder übrigen europäischen Länder, sind da etwas lockerer. Ich bin froh, dass wir so einen hohen Anspruch haben, weil die Technik oder sag mal, die Ansprüche an die OPs sind einfach da. Man kann sie nicht weglügen, bloß weil es vielleicht etwas teurer ist. Also ich bin felsenfest überzeugt, dass das die sicherste Methode ist, zu operieren, wenn man die deutschen oder die österreich-deutschen, Schweizer Normen berücksichtigt. Aber wie jetzt in der gewerblichen Küchenlüftung gab es jetzt in der jüngsten Vergangenheit eine EN16282, die wirklich, ja, man könnte sagen, europaweit umzusetzen ist. Sowas ist im OP-Bereich noch nicht in Vorbereitung oder schon aktiv? Es ist was in der Diskussion, aber okay, das wäre jetzt zu früh darüber, sich zu äußern, weil da gibt es ständig Schwankungen. Und da kann ich im Detail auch noch im Moment noch gar nichts dazu sagen. Da ist Bewegung drin. Aber noch nicht als Reizdruck. Nein, da ist noch gar nichts. Das sind sehr viele schlaue Köpfe, die sich da am Tisch zusammensetzen. Und wir warten das Ergebnis ab. Da kann ich im Moment noch gar nichts dazu sagen. Ja, ja, liebe Zuseher, wie gesagt, auch Bernd Henke von Admeco wird jetzt eine Breakout-Session starten, wo man dann er zum einen einen weiteren Vortrag vorbereitet hat, aber wo Sie dann auch gerne die Möglichkeit nutzen können, mit ihm in einen direkten Austausch gehen können und ja, wenn Sie Planer von solchen OPs sind, auch ganz spezielle Fragen ihm dann zu stellen. Dafür dann ihm in den Breakout-Session folgen und hier auf der Mainstage geht es dann gleich weiter mit der Firma Charco. Bis gleich.